Wir befinden uns hier bei Leaper in Kempten im Allgäu. Leaper ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit einem breit diversifizierten Produktportfolio. In der Vergangenheit haben wir uns vor allem um die Fertigung von Komponenten für den Verbrennungsmotor beschäftigt. Und jetzt bringt die Transformation zum batterieelektrischen Antrieb viele Veränderungen mit sich, die sich auch auf unser Produkt- und Leistungsportfolio auswirken. Die Hochvolt-Batteriepacks sind die teuerste Komponente in einem Elektrofahrzeug. Und um diese bei den steigenden Stückzahlen wirtschaftlich zu fertigen, spielt die Automatisierung eine Schlüsselrolle. Wir haben uns hier mit dem Steckverbinder-Spezialisten Kostal Kontaktsysteme zusammengetan und die Produktentwicklung dieses Hochvolt-Modulverbinders begleitet, um auch die Automatisierbarkeit des Endprodukts sicherzustellen, damit dieses Produkt dann auch für einen Großserieneinsatz geeignet ist. Nach ersten internen Versuchen haben wir einen Partner über unser Netzwerk gesucht für die automatisierte Montage. Dies ist uns mit der Firma Liebherr und der Firma KUKA gelungen. Die Hochvolt-Modulverbinder verbinden die Module innerhalb einer Batterie. Die sind Hochstrom und Hochspannung ausgesetzt und daher spielt die Sicherheit eine sehr große Rolle. Der Prozessablauf in der Zelle sieht so aus, dass die beiden Roboter die Modulverbinder aus ihrer Bereitstellung entnehmen, diesen dann parallel und synchron über die Fügestelle verfahren und dort fügen. Das Fügen setzen wir mit dem von Liebherr eigens entwickelten Fügegreifer um, der die Schritte Einstecken und sicheres Verriegeln in einem kurzen Arbeitszug gleichzeitig umsetzt. Die größten Herausforderungen sind die Positionierungstoleranzen, die wir für jeden Steckplatz und jedes Modul individuell ausgleichen müssen. Schon beim Greifen des Modulverbinders nutzen wir die im Greifer integrierte Kamera, um die Position zu erkennen, fahren dann mit den zwei kooperierenden Robotern zur Steckposition, scannen wieder den Steckplatz und stecken dann den Stecker. Und so können wir Positionierungstoleranzen bis zu 5 mm ausgleichen. Andere Herausforderung ist, dass die Kabel biegeschlaff sind und sich beim Bewegen eben auch durchbiegen. Und ab einer bestimmten Kabellänge müssen wir die Greifer auch abgestützt greifen. Wir sind damals mit der Anforderung an KUKA herangetreten, dass wir zwei Roboter benötigen, die sowohl synchron als auch parallel verfahren können. Wir haben uns dann für diesen Typ entschieden, der mit seiner hohen Reichweite auch ein schlankes Design hat. Zudem haben die hohlen Achsen es uns ermöglicht, die Energieversorgung störkonturfrei nach vorne zu verlegen und können so das enge Zusammenarbeiten der beiden Greifer ermöglichen. Neben den beiden Robotern nutzen wir noch das Softwarepaket KUKA Roboteam, um das synchrone, dynamische und parallele Verfahren der Roboter zu ermöglichen. Also in diesen Hochvolt-Batteriepacks sind enorme Mengen an Energie gespeichert. Nach dem elektrischen Kontaktieren erreichen die Batteriepacks Ausgangsspannungen zwischen 400 und 800 Volt Gleichspannung. Und durch den Einsatz von berührungssicheren Modulverbindern stellen wir sicher, dass keine elektrische Hochvoltgefahr besteht. Außerdem stellen wir sicher, dass die Module korrekt und sicher verschalten sind und auch der Stecker korrekt gesteckt wurde. Und zudem entkoppeln wir auch den Bediener von dieser monotonen und teils auch unergonomischen Tätigkeit. Die Anforderungen an die Robotik in der Elektronikkomponentenherstellung in der Automobilindustrie sind sehr hoch. Man braucht einerseits die ESD-Eignung der Roboter, dann eine Reinraumeignung für Displays und auch eine Trockenraumeignung für die Batteriezellherstellung. Und KUKA-Roboter für die Elektronikbranche erfüllen diese Anforderungen. Industrial Intelligence.